Hallo Skatfreunde, ich habe euch heute eine sehr interessante Partie mitgebracht. Hier kommt die Auflösung zu Skaträtsel Nummer 60, der Schein trügt, nach einer Idee von Tim Rust. Und der Tim, das mal vorneweg, das ist noch ein ganz junger Mann, der hat gerade erst sein Abitur in der Tasche. Umso bemerkenswerter finde ich es, dass er die Zeit und den Spaß hat, sich mit Skatknobeleien zu beschäftigen, mir regelmäßig Rätselvorschläge zukommen lässt, und das hier ist bereits sein drittes veröffentlichtes Rätsel. Und da würde ich doch einmal sagen, alle jetzt mal den Daumen hoch für Tim. Gratulation nicht nur zum Abitur, sondern vor allen Dingen auch dafür, dass du uns zeigst, dass Skat weiterhin generationenübergreifend funktioniert und fasziniert. Ihr seht es jetzt hier, ich habe die Verteilung schon mal komplett offen hingelegt, denn das ist schon sehr stark für ein Rätsel geeignet mit offenen Karten. Da ist es schwer genug, mit verdeckten Karten ist es quasi nicht lösbar. Es geht hier mehr darum, wie kann eine konkrete Verteilung einmal gewonnen werden. Was also ist passiert? Hinterhand hat ein sehr schönes Spiel, ist auch für 18 Besitzer geworden, hat nicht mal besonders gut gefunden, entscheidet sich aber trotzdem, nachdem er logischerweise 0 Augen in Herz hier gedrückt hat, die beiden Herz duschen, dafür, dass ihm der Sechstrümpfer in Kreuz, der natürlich sehr solide aussieht, ein wenig zu langweilig ist. Und er sagt sich, das wäre doch gelacht, wenn ich mit den beiden schwarzen Buben und drei Assen an der Seite nicht auch einen Grang gewinnen könnte. Die Idee ist natürlich auch überhaupt nicht komplett abwegig. Mit meiner persönlichen Erfahrung und den ganzen Beetspielen, die ich in so einem Skatleben schon angesammelt habe, wäre mir das vielleicht mit den 0 Augen im Keller einfach ein wenig zu dünn. Wenn dann wenigstens 2 Bilder oder sogar eine 10 gedrückt wäre, würde ich sagen, ja, Stempel drauf. So würde ich vielleicht lieber den Spatz in der Hand nehmen, aber dann wäre es nicht so interessant geworden. Tim spielt hier also den Grang, und Vorhand schaut auch auf eine ziemlich interessante Karte. Der hat nämlich nicht eine einzige Lusche in der Hand, eine ganze Menge Bilder, die er zutun muss. Trotzdem, das alleine wird die Partie nicht gewinnen, denn Mittelhand hat 2 Buben und nicht ein Stück Kreuz, und das ist natürlich gerade für diese Verteilung nicht besonders erfreulich. Vorhand eröffnet, nach dem alten Merksatz beim Grang spielst du Esse mit seinem Herz Ass, und schon im ersten Stich ist es auch für Mittelhand natürlich interessant, der 2 Buben hat und eine Farbe gar nicht. Was sollte er auf das Herz Ass legen? Die meisten würden ja wohl erstmal die Lusche legen, nach dem Motto, bloß nicht hier zu viel auf einmal anbieten. Andererseits, genau diese Lusche macht es dem Alleinspieler ein wenig zu leicht, diesen Stich vielleicht laufen zu lassen, und das wäre nicht gut für die Gegenpartei. Von daher, es ist tatsächlich besser, diesen Stich noch ein bisschen anzudicken, und der Herzkönig ist dafür eine Möglichkeit. Genauso stark ist allerdings sogar die Herz 10, überraschenderweise, und so passiert es ja auch im Rätsel spektakulärerweise, liegen 21 Augen vor dem Alleinspieler. Und jetzt kommt natürlich die Frage in die Runde, hier mit der bekannten offenen Verteilung, wie schafft es der Alleinspieler, dieses Spiel zu gewinnen? Ja, und ich sag mal so, wer da beim ersten Mal drauf kommt, vor dem ziehe ich den Hut, allergrößten Respekt. Ich glaube, das ist kaum lösbar. Ich glaube, das ist mehr oder weniger nur mit ein wenig Ausprobieren hinzubekommen. Aber ihr kennt mich ja gut genug, und der Titel des Rätsels gibt auch schon den kleinen Hinweis, der typische Zug, den wohl alle Spieler im Schlafe spielen würden, 21 Augen sofort stechen und natürlich freuen, weil das schon den Anschein macht, dass das Spiel gewonnen wird. Das ist natürlich hier ein Rohrkrepierer. Wer hier die 21 Augen sticht, der kann das Spiel nicht mehr gewinnen, egal wie er jetzt fortsetzt, ob er den Buben zieht oder über die Dörfer geht. Es wird ihm einfach zum Verhängnis, dass das Kreuz Ass gestochen wird, und da er jetzt keinen Buben mehr hat, fehlt ihm so ein bisschen die Kontrolle, um am Ende das entscheidende Bild noch rauszukitzeln. Tatsächlich, die 21 Augen, die er hier sticht, die nützen am Ende gar nicht so viel, denn die Vollen gehen schließlich ohnehin 4:4 aus. Das heißt, diese Vollen, die holen sich die Gegner in Kreuz und mit den Zehnern wieder zurück. Deswegen muss der Spieler hier, um im Rennen zu bleiben, tatsächlich abwerfen. Ja, und was bietet sich da an? Piklusche oder Karolusche natürlich, ein Stich, den man sonst später sowieso noch abgeben muss. Und interessanterweise auch dieser nächste naheliegende Zug ist in beiden Fällen nicht korrekt. Damit wird es der Gegenpartei zu einfach gemacht. Der Spieler kann dann direkt ins blanke Karo oder Pik Ass einspielen, und dann geht es wiederum nicht zu lösen. Also,
Das finde ich ist ja eine der Faszinationen vom Skat. Du kannst dieses Spiel nur gewinnen, wenn du jetzt eine der drei Kreuzluschen abdrehst, der Zug, der vielleicht am wenigsten offensichtlich aussieht. 21 Augen für die Gegenpartei. Wie geht es jetzt weiter? Pik oder Karo darf der Spieler sicher nicht anfassen. Das wäre zu leicht, hier dann die Lusche zu entsorgen. Herz Dame, Herz König hinterher, eine Möglichkeit. Allerdings kommt die Gegenpartei dann bei optimalen Spielen nur auf 58 Augen. Die beste Fortsetzung ist tatsächlich die Kreuz 10 und diese jetzt hier vorzustechen. Auch das scheint im ersten Moment ein wenig absurd, aber die tiefere Analyse bringt genau dieses Ergebnis. So, die Gegenpartei ist jetzt schon bei 33 Augen. Hier sind immer noch drei Stiche abzugeben und es wird eine Pik-Lusche angeboten. Der Alleinspieler hat zwar jetzt schon zwei oder eine wegweisende richtige Entscheidung getroffen, es lauern aber weitere Fußfesseln auf dem Weg. Er darf jetzt zum Beispiel auf keinen Fall hier mit Pik schnippeln, dann würde hinten die 10 rausgenommen auf 43, Kreuz König würde vorgestochen auf 49, Einschub ins blanke Pik Ass und auf Karo fallen noch 14. Also er muss hier das Pik Ass erstmal rausnehmen. Jetzt idealerweise mal ein Zug, der die Sache etwas vereinfacht. Nicht mal unbedingt der einzig zwingende Zug, um hier fortzusetzen, aber es ist der plausible Zug und den spielen wir jetzt mal auch einmal den Buben abziehen. Und jetzt entwickelt sich hier so ein kleines Tänzchen zwischen dem Alleinspieler und dem Spieler, der jetzt hier in Mittelhand sitzt. Der Spieler hier schubst jetzt, wie es so im Profi-Skat heißt, die Pik-Lusche raus. Hier wird natürlich Pik 10 mitgenommen und Pik Lusche auf 43. Und letztlich heißt das, komm du doch bitte mal selber, zeig mir, was du hast. Ich setze mich hier schön mit meinen bestellten Assen hinten rein. Ja, und der Spieler hier sagt, alles klar, du willst tanzen, du machst einen Schritt vor, dann mache ich jetzt auch mal wieder einen Schritt vor. Ich biete mal Kreuz Dame an. Der Spieler in Mittelhand legt jetzt eine Lusche rein. Ich weiß gar nicht genau welche, das ist wahrscheinlich auch nicht von Relevanz. Und das ist hier ein, wenn man so will, vergiftetes Angebot. Hier, lass doch die drei Augen laufen, werd doch deine erste Lusche los. Dann wäre die Gegenpartei auf 46 Augen. Der Spieler könnte in das Kreuz Ass eingespielt werden, müsste seine Karo Lusche anbieten. Und da fallen dann Karo 10 und Karo König. Deswegen, auch wenn es nur wenig ist, muss jetzt hier die Kreuz Dame auch wieder mitgenommen werden. Und dann geht das Spiel weiter und der Spieler sagt wieder, nee, mach du Mann, komm du Mann. Kreuz König geht rauf, es kann hier nur ein König gewimmelt werden. Auch wieder egal, ob Herz oder Karo König, auf jetzt 51. Und jetzt haben die Gegner eben das Problem, sie können hier nur maximal 8 Augen anbieten. Und dann sagt der Spieler, na siehst du, geht doch, ich habe mich oft genug weggeduckt, jetzt schaffe ich das auch, hier die letzte Lusche auf 59 abzuschmeißen. Rest beim Spieler, er sammelt sich im Endspiel jetzt noch die Karo 10 ein und die Karo Dame, das hier dürfte dann das letzte entscheidende Bild sein, das Zünglein an der Waage, um dieses Spiel auf 61 zu stellen. Ja, und ich saß vor diesem Verlauf und habe gedacht, das glaube ich fast nicht, das kann doch nicht wahr sein. Es werden hier reihenweise Züge gespielt, die wirklich suboptimal aussehen und trotzdem sind sie die einzigen Möglichkeiten, um das Spiel zu gewinnen. Und das, denke ich, ist einfach das Faszinierende am Skat, wie viele Geheimnisse da teilweise drinstecken, wie viele unerwartete Wendungen. Und deswegen sage ich nochmal Dankeschön, Tim, dass du diese Partie rausgesucht und mit uns geteilt hast. Ja, schließlich möchte ich dann mich nochmal bei allen Zuschauern bedanken, auch bei allen Unterstützern. Und insbesondere im Juni ist jetzt noch dazugekommen Crosser SRXXX, der hat beim letzten Live-Sense-Skat-Stream nicht nur mit mir die Klingen gekreuzt, sondern dann noch einen kleinen Obolus dagelassen. Dafür herzlichen Dank, ich weiß das sehr zu schätzen. Und für alle, die hier mich in letzter Zeit oder vielleicht auch in der nahen Zukunft unterstützen wollen, ich werde das nächste Geld hier mal in einen Satz neue T-Shirts investieren. Freue mich einfach, wenn ich für euch auch ein wenig Abwechslung hier in meine Garderobe reinbringe. Hab hier schon den halben Kleiderschrank voll T-Shirts und das dürfen gerne noch ein paar mehr werden.
Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, wünsche euch ein schönes Wochenende, bleibt am Ball und wie immer, gut Blatt!